Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir wollten die Aufgabe abgeben. Die haben aufgegeben. Oh, besiegt Bluthexe. Geh vorsichtig. Das Mojo von der Hexe ist ziemlich mächtig. Okay. Dann töten wir jetzt die Hexe. Ich glaube, die hatten wir gerade schon getötet. Wenn das die Hexe ist, dann war das die. Ist er denn hier lang? Aber erstmal müssen wir da hinten noch. Ihr wisst es, das Kraut müssen wir mitnehmen. Ne, das war doch nicht die Hexe, die wir vorhin getötet haben. Hier ist auch noch ein Kraut irgendwo. Was ist es? Hier soll irgendwo was sein. Greifen wir erstmal schnell an. Ah, da an der Wand ist es. Ach, hier, du kommst auch noch. Ach, Mist. Na komm. Zack. Unser Balken ist auch nicht mehr blau. Jetzt habe ich die schon anvisiert. Unser Balken ist auch nicht mehr blau. Wir sind gar nicht mehr erholt. Ach du Jemine. So, zack, aber die Hexe. Sollte kein Problem sein für uns. Ich brauche ein Ziel. Da ist er schon besiegt. Was ist das denn? Ich habe kein Ziel. Die mit uns sich mit das mit ihrem Blut uns bespritzt. Alter Falter. So. Gut, wir geben erstmal die Aufgabe da oben ab. Da haben wir dann natürlich einen nächsten Flugpunkt. Das ist schön. Gehen wir mal hier durch. Guten Tag. So. Ich habe viel zu tun. Um die Geister. Okay. Passt auf euch auf. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir reisen mal kurz zurück. Geben da die Aufgabe ab und könnten uns dann hier nach wieder nach oben kämpfen. So, fliegt mal. Oh, das ist sogar ein Geisterdrache, ne? Da bauen wir mal ein Foto von. So, gucken wir mal. Hallo. Von der anderen Seite. Hallo. Danke fürs Mitmachen und fürs Stillhalten natürlich. Wir haben Post, Carla, Kruxtopf und Holau, der Heitere. Oh, okay, mal gucken, was die von uns wollen. So, hier haben wir auch noch eine Aufgabe abzugeben. Guten Tag, Prinzessin. Schmiedekunstbedarf. Hier gibt's Rares gegen Bares. Immer willkommen. Sehr schön, das haben wir jetzt auch abgegeben. Dann können wir aufmounten. Dann werden wir die Aufgabe nochmal abgeben, die beiden. Und gucken, ob wir doch noch eine Folgeaufgabe kriegen. Was ich glaube ich jetzt nicht mehr glaube. Jetzt haben wir genug für die getan. Und dann können wir noch ein paar Geister wiederherstellen. Gucken wir mal, reiten wir direkt den Weg entlang hier. Die gute Brücke. Ah, fliegen können wir noch nicht. Leider können wir noch nicht fliegen. Aber hier ist was. Irgendwo. Irgendwo ist hier was. Wo soll das sein? Dass wir hier ist irgendwo was. Hier ist es. Falls es das ist, dann gucken wir das mal erstmal. Sehen wir den hier. Nee, hier muss irgendwo noch was anderes sein. Die sind echt so gut getarnt, die neuen Kräuter. Hier ist es. Ah, vorbeigelaufen. Vorbeigelaufen sind wir. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt nur eins für die Aufgabe. Sehr schön. Mal gut, dass wir die ganzen Aufgaben angenommen haben. So, hier gehen wir die ab bei den toten Geistern. Toten Geistern. Geister sind immer tot. Aber wie auch schlau gesagt. So, verfluchte Knochen. Bitteschön. Wer ist denn euer Loa? So, was brauchen wir denn hier? 250, 260. Das sind 20 GS-Punkte, nehmen wir gleich mit. Oh, bezwingt den
Den Todeswandler. Ja, den besiegen wir gleich. Erstmal holen wir das Kräuterlein. Holen wir noch. Okay, das Kräuterlein ist weg. Dann reiten wir gleich zu unseren Toten. Ja, tote Wacht. Gucken, wo der ist. Hier müsste auch noch ein Kraut sein. Das ist bestimmt hier wieder an der Wand. Sehr schön, haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Und sie haben wieder mythisch. Na klar, wieder die gleichen alle in einer Gruppe. Na, ja, geht's halt. Ich muss zuerst links, etwas links anvisieren. So. Ich brauche ein Ziel. Wo ist die Todeswacht? Da. Oh, sie wird schon gerade bekämpft. Dann helfen wir gleich glatt mal. Zack. Bam. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön, haben wir besiegt. Looten wir. Auf Mountain, dann können wir... das war ein bisschen zu schnell. Können wir die Aufgabe gleich abgeben. So. Oh, ein Vogel. Segen der Lua auf euren Reisen. So, und jetzt können wir zu den Geistern. Ausgelaugte Geister wiederherstellen. Ja, dann werden wir sie mal schnell wiederherstellen, die ausgelaugten Geister. Da, das Kraut nehmen wir natürlich mit. Totstellen. Das klappt meistens immer. So, und weiter geht's. Da hinten ist noch ein Kraut, ne? Das holen wir uns auch. Dann töten wir halt dich und da ist gleich noch was daneben. Ah, nur noch 1900, aber... besser als nichts. 10 Kräuter oder Erze sammeln, haben wir auch wieder eine Quest erledigt. Nebenbei her, ne? So. Nehmen wir mal hier lang. So, ab in den kleinen die Ruine. Und dann werden wir mal die Geister mal ein bisschen aufwecken. Zack, Nummer 1. Nummer 2 und Nummer 3 ist im Häuschen. Sehr schön. Seid ihr wieder wach? Dann gehen wir die Aufgabe direkt mal ab hier. Euch, Fremdling. Wartet, da kommt was auf uns zu. Wer seid denn ihr, Fremdling? Kein Bluttroll. Sonst hätten die Geister kurzen Prozess mit euch gemacht. Was wollt ihr? Hey, ich störe ja nur ungern, Mann. Aber ich hab ne dringende Bitte. Okay. Kein Problem, Freundchen. Was wollt ihr von Hansabu? Ich geh vor, das Ritual vorbereiten. Trefft mich dort, wenn ihr fertig seid. Ja, ich soll erstmal ein paar... Köpfe hier platzieren. Braucht ihr ein bisschen Voodoo? Ich bin bereit. Ich ja, warn euch mal. Wird ein bisschen wehtun. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. Die okay. Bluttrollfrauen befehlen die Kriegsmeuten. Also müsst ihr wie eine aussehen. Lasst mich mal machen. Das krieg ich hin. So, hab euch den Geist von dem Bluttroll verpasst. Die Magie wird euch verwandeln, wenn ihr näher an ihr Dorf rangeht. Was wollt ihr? Okay, danke dir. Das war... In der Nähe von ihrem Lager werdet ihr in eine von denen verwandelt. Aber
Passt auf, die Tarnung ist nicht perfekt. So, aber wir können jetzt ein paar Aufgaben, wir werden noch mal kurz. Wir können schon mal den Ruhestein benutzen. Wir werden hier in der nächsten Folge weitermachen, weil die Folge ist gleich zu Ende. Deswegen können wir noch mal schnell die Aufgaben abgeben, die wir noch in Zalana haben. Zack, gehen wir einmal. Dann müssen wir auch zum Schiff. So, und aufmounten. Gehen wir erstmal hier zu unserem Kräuterkundler. Also vielleicht, wenn wir die nächsten Kräuter sammeln, gleich die besseren Kräuter kriegen natürlich, ne? Upp. Und zack. Da unten ist es, das ist sehr schön. Schupp. Und dann die auch vorbei. Zack. So, aber könnt ihr mir mal sagen, mittlerweile kennt ihr euch auch besser in dieser Stadt aus, oder? Da seid ihr auch nicht mehr so... Hilfe, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Segen der Loa auf euren Reisen. Sehr schön. Es fehlt uns noch eine Aufgabe. Da fehlt uns auch, glaube ich, gar nicht mehr ganz so viel. Das geht eigentlich relativ auch fix. So, jetzt werden wir nochmal in den Hafen. Wenn die Aufgaben abgehen, vielleicht können wir noch mal ein paar Begleiter losschicken, falls sie noch unterwegs sind. Aber die sind, glaube ich, noch unterwegs. Die sind, glaube ich, noch alle unterwegs, oder? Ja. Die sind noch unterwegs. Aber wir können eine Aufgabe abgeben und gucken, ob es eine Folgeaufgabe gibt. So. Grüße. Grüße ab zum Hafen. Ja, so. Gucken wir mal, gleich sind wir da. So. Zulana, Zulazar. Terrasse des Sprechers, okay. Da waren wir ja auch schon. So, Landanflug und schnell zu Silvanas Schiff. So, aufmounten. Das war. Ah, da war doch nicht so hoch. Oh, auch 120, der Krieger. Mann, Mann, Mann. Ist auch schon 120, bestimmt auch 120. Ich sag's doch. Nee, können wir nichts machen, aber. Die Aufgabe war drin bei ihm, ne? Bei den dicken Goblin. Beim Prinzen. Kommt zur Sache. Sehr schön, haben wir die Aufgabe abgegeben. Ah, gibt es aber keine Folgeaufgabe. Okay, dann war es diesmal eine schnelle Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr wisst, Feedback, Kommentare könnt ihr immer gerne da lassen. Ich freue mich für jeden Kommentar. Ihr könnt ja auch mal Verbesserungsvorschläge da lassen, was ihr doch vielleicht anders machen wollt oder ob ihr es alles so gut findet, wie es derzeit ist. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unserem Hordekrieger bei Burgrim RP. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.